danke, Jesus, dass wir in dir auf festem Grund dürfen sein, weil du eben der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Dann sind wir durch dich auf festem Grund. Du bist der Felsen. Es ist nicht irgendein Glaubenssatz oder irgendetwas außerhalb von dir, das mir die Stabilität gibt, sondern es ist Beziehung zu dir. Und danke, dass du uns immer wieder Erfahrungen schenkst und wir dürfen merken, es lohnt sich, dir zu vertrauen. Auch wenn wir dich nicht immer verstehen. Danke für den Reichtum, den wir in der Bibel haben, den Reichtum, den wir im eigenen Leben haben, den Reichtum, den jedes, was hier ist, mit sich bringt, an Erfahren von deiner Hilfe, deinem Trost, deiner Güte. Darum wählen wir immer wieder deine Gegenwart. Und deine Liebe zu uns bleibt bestehen, wenn sie es zwischen ihnen schüttelt. Wir wollen uns an dir festhalten. Und wir danken dir, dass wir dich besser dürfen lernen kennen, besser dürfen lernen verstehen. Und dir auch da, wo wir dich nicht verstehen, dürfen uns das ganze Vertrauen schenken. Dass wir in dir dürfen Ruhe, in dir dürfen Frieden haben. Danke dir vielmal für dein Wort und dass du da bist und zu uns redest und uns drehst. Wir haben auch immer Zeit für persönliche Gespräche oder Gebete, wenn irgendjemandem gerade etwas ist aufgekommen und er das noch hier besprechen mit jemandem, zusammen Gott bringen, dann könnt ihr zu jemandem, der Vertrauen hat, gehen und dann nehmen wir uns die Zeit und wollen miteinander leben, dass Gott eingreift. Ich komme zum Schluss sagen, ihr dürft alle aufstehen. Ich lese aus dem 4. Mose. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. Amen.